Hallo und willkommen zur 72. Berlinale, zum Panorama und zur Weltpremiere von Bettina. Meine erste Frage, my first question would be, do we need English translation? No, that is great. Dann können wir das alles auf Deutsch machen. Wunderbar, dann bleibt es mich auch länger für die Moderation, danach für die Q&A. Wir sind alle wahnsinnig glücklich, dass wir wieder hier stehen können, dass wir wieder gemeinsam Filme gucken können, dass wir gemeinsam lachen, weinen, uns erinnern können, in diesem Fall vielleicht auch. Und vor allem, dass wir auch zusammen abstimmen können. Das ist ganz wichtig, darauf würde ich immer gerne wieder darauf hinweisen, weil das ist ein wahnsinnig wichtiger Preis, der Publikumspreis. Ihr seid also quasi die größte Jury, die es gibt. Bitte nach dem Film eure Stimmen abgeben, die Glaskästen stehen draußen. Und wenn man die Adresse draufschreibt, kann man sogar noch was gewinnen. Jetzt kann ich auch meine Aufregung nicht ganz verhehlen. Ich muss sagen, ich bin mit den Filmen mit den Liedern von Bettina Wegner aufgewachsen. Und so glücklicher bin ich, dass ich jetzt diesen Film präsentieren kann und vor allen Dingen, dass ich den Filmemacher hier auf die Bühne bitten darf. Einen schönen Willkommensapplaus bitte für Lutz Pinner. Die kannst du aufnehmen. Wir halten unseren Abstand. Also, ich soll was sagen. Ich freue mich, dass Bettina heute hier ist. Und ich sehe nur Masken. Ich wünsche gute Unterhaltung, bloß nicht langweilen, fordert ein regionaler Fernsehsender. Ich mag ja die Langeweile. Verweile doch als kulturellen Fortschritt oder Errungenschaft der Menschheitsentwicklung. Die Langeweile ist das Gegenteil von Smartphone. Wenn ich in der S-Bahn sitze und mein Smartphone vergessen habe, schaue ich aus dem Fenster. Weil der Benjamin sagt, die Langeweile ist die gefütterte Innenseite unserer Träume. Darin brüten wir das Ei des Traumes aus. Also, wer sich hier an diesem Sonntagnachmittag langweilt, muss gar kein schlechtes Gewissen haben, der brütet einen Traum aus. Der verweilt mit den Liedern von Bettina Wegner. Dankeschön. Viel Spaß. Bis auf ein Gebot.
Bei Verletzungen weine ich manchmal, was ich mir verbot. Ich habe jetzt nichts geboren, aber wie dem auch sei, ihr seid nicht alleine hier. Ihr habt das Team dabei und da gebe ich mal das Wort an euch. Die wollt ihr vorstellen und genau. Dann haben wir auch noch jemand anderen hier. Genau, weil hier Abstand gehalten werden muss, passen kaum mehr Leute auf die Bühne. Aber wir wollen unser Team gerne vorstellen. Unsere Kamerafrau Anne Misselwitz dreht gerade in Saudi-Arabien, aber unser Kameramann Thomas Lütz. Geht sie von seinem Platz, da ist er, ganz hinten. Unser Schnittmeister Thomas Kleinrichter ist hier. Der Tonmann verlangt gerade auf den Kanaren. Für den schönen Sound und Ton hat Michael Kaczmarek gesorgt. Schöne Fragen und das Grading und alles noch drumherum hat Christoph Sturm gemacht. Die Grafik im Film und auch die Grafik drumherum hat Mieke Ulfig. Dann hatten wir Susanne Schink als Produzentin mit ihrem Team. Janice Quauke, Vito Polito und Nikolaus Kirchner. Ja. Und dann haben wir noch RRB vom RBB, Redakteur Rolf Bergmann. Und ich hätte es dem Film nicht gegeben, er hatte den Anstoß dafür gegeben. Rolf Bergmann, mehr als Redakteur. Also ich danke dem RBB und ich danke der Bundesstiftung für Aufarbeitung. Der Film wird im Mai ins Kino kommen mit dem Salzgeber Verleih. Darauf freuen wir uns. Und ich habe schon versprochen, dass alle Kinogängerinnen mit dem Vornamen Bettina freien Eintritt erhalten. Ich wollte sagen, von den Musikern, die wir im Film gesehen haben, ist wunderbarerweise einer unter uns von Late Passage, Wolfgang Musik. Juhu. Und ich habe eine ganz kleine Anmerkung der Übersetzer. Could you please raise your hand who needs the translation, because we have a translator here. Is he here or is he gone? Er kommt. Okay. Aber das kann ich auf Deutsch sagen, das versteht man. Jetzt bitten wir Bettina Wegener auf die Bühne.
ich habe es ja eingangs schon erwähnt, also ich bin mit deinen Liedern aufgewachsen. Das hat mich wahnsinnig geprägt, mein ganzes politisches Leben, mein Genderleben auch. Also ich habe eben gerade auch nochmal gesehen, dass ihr das Lied ganz drin habt, wenn ich ein Mann wäre, wenn ich als Mann auf die Welt gekommen wäre. Wir haben hier, ich habe tausende Fragen, aber ich bin mir sicher, dass es auch ganz viele Fragen aus dem Publikum gibt. Deswegen, wir haben Mikrofone. Wenn Sie sich vielleicht hier links und rechts bemerkbar machen könnten, dann kommen die Leute mit den Mikrofonen. Und ich sehe dann anhand eurer weißen Zettel, dass es Fragen gibt. Also ich würde einfach mal mit dem Anfang und dem Ende anfangen wollen. Als ich den Film gesehen habe, habe ich ja vieles erwartet, aber nicht diese Bilder. Und ich war geflasht. Ich dachte, wow, also es ist kein Zurückgucken. Es ist ein Jetzt. Es fängt damit an, mit den tanzenden jungen Leuten einer jungen Generation. Wie kamt ihr auf die Idee oder du auf die Idee? Und daran anschließend eigentlich auch gleich die Frage, inwieweit ihr beide auch zusammengearbeitet habt, was die Bilder betrifft. Wir haben viel miteinander geraucht. Und das schafft schon mal Nähe. Die Bilder am Anfang, also die Idee zu den Bildern, waren auch ganz am Anfang da. Und auch die Idee, da ein Lied drauf zu hauen. Und zu gucken, sozusagen zwei Welten, zwei Zeiten, nochmal miteinander in Berührung zu bringen und zu gucken, was passiert. Weil ich denke, die Leute, die da im Mauerpark rumtanzen, die haben jetzt nicht unbedingt eine Beziehung zu den Liedern von Bettina Wegner. Die kennen sie vielleicht nicht einmal. Und dann legt man so ein Lied darüber und guckt, was passiert. Und da mit verbunden ist vielleicht die Frage, was sind diese Lieder von Bettina Wegner heute noch? Was für einen Wert haben sie? Was für eine Gültigkeit? Und das war für mich so die Frage eigentlich, die sich durch den Film zieht, und deshalb hat der Film eben auch viele Lieder. Für mich hat es halt wahnsinnig viel eröffnet, und ich habe das auch gelesen als Hoffnung auf die Jugend. Bettina, hast du Hoffnung an die Jugend? Ich habe ein bisschen recherchiert, und du hast auch Kontakte mit Leuten oder du kriegst Einträge von jungen Leuten, die deine Lieder noch nicht kannten. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Hoffnung der jungen Generation. Ja, das sind die einfach, die auf die ganz viel Hoffnung setzen. Das sind die Kinder, die am Freitag die Schule schwänzen, sagen böse. Die müssen die Umwelt, die müssen in dieser Umwelt leben. Ich habe also viele Hoffnung in die, aber ich fand am schönsten die Zimmerleute. Das war so süß. Also ich hätte eine halbe Stunde die beobachten können. Das war so süß. Ich musste so lachen, weil eigentlich, ja, so ist er ja nicht so zum Lachen, der Film. Und ja, die, wurde wieder gelacht. Naja, ich nicht. Aber das war einfach so schön zu sehen, wie auch junge Menschen selbstverständlich in Bewegung. Ich wäre da viel zu verklemmt gewesen in dem Alter. Ich hätte mich nie getraut, irgendwo in irgendeinem Park so zu machen oder mit die Hüften zu schwingen. Also, so sind sie heute. Und die brauchen uns vielleicht noch ein bisschen, damit sie weiterleben können und wir nicht den Rest auch noch versauen. Dass die beiden sind. Weil die Zimmermänner waren ja Archivmaterial. Ihr habt ja mit wahnsinnig vielem Archivmaterial arbeiten müssen oder beziehungsweise auch mit wahnsinnig vielen Liedern. Die Auswahl der Lieder, wie fand die statt? War das eine dramaturgische Entscheidung? Waren erste Interviews und du dachtest, okay, da setzen wir jetzt das drauf. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Auswahl In etwa. Also, über die Auswahl der Lieder. Ich bin ja nicht gefragt worden. Hat alle Lutz gemacht. Naja, was soll ich sagen, es ergibt sich. Also wenn sie zur Bewerbung in der Produktion ist, dann passt das Lied von Monika und Brigitte, und dann guckt man, was sind die Bilder dazu, was erzählen die Lieder, wie kommt das zusammen. Ich glaube, ich hatte als erstes, das erste Lied für mich war immer das über die Gebote, und war klar, dass das vielleicht durch den, oder die Gebote selbst durch den Film führen. Und wollte vielleicht damit anfangen, aber dann habe ich nochmal dieses Lied gehört, Wenn ich ein Vöglein wäre, Angelo Brando Adi,
spielt die Geige dazu. Und dann fand ich es nochmal so, weil das ist der Ursprung, also der Minnesang, das Volkslied, da kommen wir alle her, da kommt Bettina her. Und dann dachte ich, setze so mal das Vorbild, die Tradition, Bettina singt das ganz da vorne hin. Ein ganz feines, kleines, unverfängliches Volkslied. Und war, Liebeslied. Und waren die Gebote am Anfang auch schon beim Dreh so für dich eine Struktur oder ist das alles dann erst im Schneidetisch entstanden? Also auch, dass du Chapter machst, also dass du Kapitel machst? Na, Kapitel habe ich gemacht. Also ich habe zum ersten Mal überhaupt sowas wie ein Drehbuch oder so gemacht. Weil, und habe aber gemerkt, dass das gar nicht bringt, weil im Schnitt muss es eh passen und das, was da steht, hat dann oft gar keinen Sinn. Aber du warst auch mit den Geboten einverstanden, das habe ich zumindest da. Das war die Absprache, oder? Das war deine Vorstellung, die du mir kommuniziert, sagen die jetzt immer, genau. Kommuniziert hast. Wir haben kommuniziert. Und ich war sehr, sehr einverstanden. Und auch im Schnitt dann schon mit dabei? Also das ist ja immer so ein Ding. Das wäre noch schön. Eher nicht, aber hast du mir zwischenzeitlich auch mal Versionen gezeigt, als ich einen gefragt hatte draußen beim Rauchen. Ob du den Film schon gesehen hast, meinst du, ja, du hast den schon gesehen, aber während der Herstellung nicht? Nee, während der Herstellung nicht. Als die Vorführung war, da... Bettina ist immer reingekommen und hat gesagt, mach mal so, mach mal so. Nee, hat sie nicht. Also ich habe den Film auch nicht bis zum Ende angeguckt. Das Ende kannte ich nicht. Also das war Lutz und Susanne haben mir den Film gezeigt, ob vielleicht dann krötig werden könnte. Vielleicht. Aber ich fand den Film schön, aber war mir sehr unsicher, ob ich nicht zu beteiligt bin. Also. Ja, na, das ist ganz schwer, etwas zu beurteilen mit dem Abstand. Weil ich war ja dauernd da. Und ich fand den Film gut und ich hatte vorher Angst, dass das nur schrecklich werden kann. Und dann fand ich den Film richtig gut, aber ich habe eine Frage, wie bist du auf mich gekommen? Die hätte ich jetzt auch gleich gestellt, aber genau, ihr habt euch schon vorher schon kennengelernt, erzähl doch ein bisschen über das Zusammenkommen, habt auch schon vorher Interviews miteinander gemacht, vielleicht? Na, ich kannte ja ihre Lieder schon in der Zeit in der DDR, also das erste, glaube ich, was ich von dir oder wo ich dich gesehen habe, war damals in Kennzeichen D, als Dirk Sager in deiner Wohnung war und du das Lied Kleine Hände zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gegeben hast und damit gleichsam ja nochmal Publikum, also Zuschauer im Westen wie im Osten gefunden hast, was ja sozusagen für deine Karriere, sagt man, ja ohnehin interessant ist, dass du sowohl Fans im Westen als auch im Osten hattest. Ja, damals hat man die Lieder gehört, dieses Konzert, was wir gesehen haben, Bethanienhaus wurde 79 Jahren auch als Platte herausgegeben. Westplatten kursierten immer im Osten, so kannte man sie. Ich habe, das vergisst Bettina immer wieder, obwohl ich es ja immer wieder sage, sie zum ersten Mal persönlich getroffen im Dezember 1989 vor dem Konzert, wo du Kur sein singst, im Haus der jungen Talente, verlorene Zeiten, verlorene Lieder. Da kam ich nach Frohnau, wir haben gesprochen, das Interview wurde damals in einer Zeitung veröffentlicht. Und dann, viele, viele Jahrzehnte später, haben wir uns wieder getroffen für die Reihe Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Und da, mit dieser Reihe, entstand dann auch nochmal die Idee, nicht nur Bettina als Zeitzeugin immer zu irgendwelchen Jahren zu bitten, sondern mal nur etwas über sie, über das ganze Leben zu machen. Danke. Bestimmt gibt es Fragen oder Anmerkungen. Wir sind ein ganz kleiner Rahmen, wir haben auch Zeit. Da ist eine Frage gleich an der Seite, bitte. Hallo Bettina, ich wollte eine Anmerkung machen. Als junger Mensch, heranwachsender Mensch, deine Songs zu diesem Film gesehen zu haben, finde ich, dass sie extrem zeitgenössisch immer noch sind. Ich finde, das Lied Wäre ich gerne ein Mann oder Ich wäre gerne ein Mann, fand ich, spricht mir persönlich übelst aus der Seele, aus unserer jetzigen Generation, finde ich, dass sie eben immer noch den Zeitgeist treffen. Und ja, ich finde deine Musik wunderschön. Und ich finde, sie könnte immer noch hoch und runter laufen, weil sie genau das anspricht, was heute immer noch Thematik und
immer noch Probleme gibt, die immer noch nicht gelöst sind. Aber deine Lieder inspirieren. Danke dir. Vielleicht drei Reihen weiter ist noch eine Frage. Danke. Ich möchte auch Lutz und Bettina herzlich danken für den schönen Film und auch für die schönen Lieder. Ich bin leider nicht mit den Liedern von Bettina aufgewachsen. Ich habe nur in meinem Studium in Geschichte kennengelernt. Ich finde die Lieder richtig schön und seitdem bin ich ein Fan von Bettina geworden. Und heute ist es sehr, sehr schön, sehr wunderschön, dich persönlich sehen zu können. Und ich stimme auch mit der letzten Dame zu, dass in deiner Lieder auch für junge Leute heute sehr zeitgenössisch sind und auch sie treffen auch unsere Herzen. Und ich habe eine Frage an Lutz. Ich habe es gemerkt, dass die meisten Interviews mit Bettina in Schwarz-Weiß gedreht wurden, aber einige Clips sind doch in Farbe. Ich möchte wissen, warum du manchmal Schwarz-Weiß und manchmal in Farbe gedreht hast. Danke. Also wir haben das Interview auf der Couch, haben wir alles in Schwarz-Weiß gemacht und dann nochmal draußen. Und es gibt eigentlich kein Interview sonst in Farbe, nur da, wo sie die Bahngleise erklärt, glaube ich, das meinst du, da ist sie in Farbe. Aber da ist sie ja auch jetzt nicht so im Interview. Und warum wir das Interview Schwarz-Weiß gemacht haben, hat mir jemand gesagt, das soll ich gar nicht sagen. Aber der Grund ist einfach, es war uns zu bunt, das Bild vorher, und wir dachten, die Konzentration auf die Person ist vielleicht stärker, wenn wir das Bunte drumherum wegnehmen. Und da haben wir uns Schwarz-Weiß angeguckt und haben gesagt, ja, so ist vielleicht besser. Eine Sache, die sich auch durch den Film zieht, sind die Tonaufnahmen aus den Verhören. Sozusagen, wann kam die Idee? War das auch gleich schon am Anfang eigentlich klar, dass die mit reinkommen, oder... Erzähl uns doch ein bisschen über die Entscheidungsprozesse diesbezüglich. Das sind nicht die Verhöre. Das sind nicht Verhöre, sondern die Gerichtsverhandlung. Die Gerichtsverhandlung, genau. Ja, Verhöre waren was anderes. Die waren was anderes, ja. Die hat sie ja getippt. Die hat sie getippt, genau. Ich muss es wissen. Genau, aber die Gerichtsverhandlung, genau, bei der Gerichtsverhandlung, die Aufnahmen, die Tonaufnahmen, dass die mit reinkamen. Also vielleicht sagst du mal, wie du die Weil du hast die wahrscheinlich gehört im Spiegel oder wie. Nee, also vielleicht erzählst du mal, wie die überhaupt ans Tageslicht gekommen sind. Die sollten Lehrmaterial für die jungen Männer im MFS werden. Die jungen Stasi-Männer haben diese kleinen Tonbänder sich anhören müssen, um zu lernen, wie man dann auf ein Gericht, wie man Leute vorbereitet, die dann vor Gericht müssen. Und nach der Aktenöffnung habe ich die eben bekommen und ich weiß jetzt auch warum, ich habe die nie abgehört. Also ich habe mich nie getraut, die abzuhören. Und wenn ich die Stimme höre, so ein kleines, und dann habe ich auch die ganze Zeit probiert, manchmal bin ich ausgerutscht, ich habe Hochdeutsch gesprochen, also nicht meine Sprache. Und ich habe eine Kinderstimme. Ich wusste, offensichtlich war ganz gut, dass ich es mir nicht angehört habe, die ganzen Jahre über. Ich habe mich nicht getraut. Also diese Aufnahmen sind nicht neu, die haben wir nicht entdeckt, die kursierten, die waren nur so in kleinen Ausschnitten auch schon mal irgendwo zu hören, in einem Film oder im Rundfunk. Aber Gott sei Dank hat Bettina die gefunden und wir hatten halt den ganzen, also anderthalb Stunden oder zwei Stunden Material davon, sodass wir dann auch eben mal mehr davon zeigen konnten und war dann interessant, weil sie sozusagen ihre berufliche Entwicklung da auch mit vorstellen muss vor der Richterin. Weitere Fragen oder Kommentare? Wir sind, wie gesagt, ja, da hinten ist einer. Seht ihr die? Die Hand dort oben, die da winkt? Kann da jemand mit dem Mikrofon hingehen? Da in der hinteren Reihe. Da? Da oben auch? Also ich sehe da einen. Gucke. Schau mal, da, dort. Da, 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 da.
renne gleich selbst hin. Noch weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Noch weiter hoch. Da, genau. Sehr gut. Genau, und da ganz hinten ist auch noch mal eine. Da ist jetzt eine, genau. Kick mal. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den Mut, den du gezeigt hast, Bettina. Ich bin tief berührt, dass... Ja. Ich bin eigentlich sonst gar nicht so schmal. Aber ich habe Makula. Okay, also dann stehe ich in voller Breite auf und grün. Ganz herzlichen Dank, liebe Bettina, für deinen unglaublichen Mut in dieser Zeit. Ich bin wahnsinnig berührt. Du hast es gerade angesprochen, dass du mit einer kleinen Kind, damit dich gegen ein Regime gestellt hast, und ich finde das vorbildhaft und wünsche mir sehr, dass wir das mitnehmen können in unserer heutigen Zeit. Wir sind als Ost-West-Paar hier und uns verbindet eines deiner Lieder, und ich bin tief berührt, dass du heute da bist und das auch mit uns teilst. Ich finde den Film sehr persönlich und du hast dich sehr im Inneren geöffnet. Großartig, auch da wieder dein Mut. Herzlichen Dank an den Regisseur, die Produzentin, das ganze Team. Fantastisch, und wir werden unbedingt für euch stimmen. Danke, 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 wenn wir alle hier waren. Da oben links ist auch noch eine Frage. Ja, guten Abend. Ich heiße Marita, ich bin Jahrgang 93, komme aus München und habe heute Abend diese Karte geschenkt bekommen, weil meine Chefin leider nicht hier sein kann. Ich möchte mich beim ganzen Team für diesen Film bedanken. Ich hatte keine Ahnung, wer Bettina Wegner ist, und bin tief berührt und finde ebenso wie die Vorrednerin vorne, dass dieser Film aktueller ist, wie, also wahnsinnig aktuell. Und ja, nach München nehme ich, glaube ich, mit, dass wir uns wirklich so Kulturorte bewahren müssen auch, wo es eben nicht um ja, das Kapital oder diesen kapitalistischen Gedanken an der Musik auch geht, weil den gibt es in großen Konzerthalten, aber eigentlich haben wir sehr wenig Orte noch, wo so junge Liedermacher einfach präsent sein können und ihre Themen voranbringen können. Und ja, vielen Dank für den Film. Also vielleicht eine Frage, du hattest ja gerade erwähnt, auch der Zusammenarbeit mit dem RBB als Produzentin, jetzt nicht Schwierigkeiten, sondern vielleicht einfach Unterstützung auch von der Seite, wie die Arbeit war, den Film zu produzieren. Also ich würde mal sagen, alle, die den Film sehen, verlieben sich in dich, Bettina. Aber ich kenne einen Fan und das ist unser Redakteur, Rolf Bergmann. Und der ist also wirklich auch mit ideengebend, auch mit Anstifter. Er ist Filmanstifter und deswegen, wir durften machen und wir fanden es alle gut. Miteinander sofort, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Wow. Dankeschön, Rolf Bergmann. Es passiert ja nicht oft, dass ein Redakteur einem sagt, mach, was du willst. Aber wenn man das gesagt bekommt, nimmt man das Angebot gerne an. Und deshalb mussten wir auch nicht in irgendwelchen Formatbedingungen uns da verhalten, sondern durften auch 107 Minuten lang gucken. Und in 4:3 habt ihr gedreht, was auch nicht gewöhnlich ist. 4:3, schwarz-weiß, bunt, alles durcheinander. Das wollte ich. Gab keine Zeit. 4:3 war deine Entscheidung, ja? Absolut. Daher ist ja auch bei Archivmaterial, macht ja auch Sinn, ne? Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Ich fand, da ist nochmal eine. Erstmal vielen Dank für den tollen Film. Ich fand ihn sehr traurig, habe auch Tränen gehabt bei einigen Sachen, weil ich persönlich so ein bisschen einen Trauerfall habe. Aber mir fehlt etwas, dass diese poetische Kraft der Texte von Bettina noch mehr gewürdigt werden würde. Ich kann das jetzt schlecht ausdrücken. Irgendwie, ich denke, in 50 Jahren haben die Texte auch noch Kraft, unabhängig von dem politischen Background, den wir jetzt auch erlebt haben. Kommt das an, was ich jetzt sagen will, oder bin ich ein bisschen wirr im Kopf? Ich habe verstanden, mehr gewürdigt werden. Diese sprachliche, poetische Kraft der Texte. Ja, kann man das in so einem Film nicht machen? Ich finde die also wunderschön, die Texte. Ich habe sie als Student in Marburg damals gehört, hat es halt an die Klasse gefangen, war eher diese poetische Kraft der Text, unabhängig von wo und wie diese Person gelebt hat. Ich weiß nicht, ob das klar ist, was ich sagen will.
Da gibt es dann Ersatzmaterial, das ist meist CD oder anderes oder Schallplatte. Also wir haben natürlich schon versucht, hier ein Leben und die Lieder in Verbindung zu bringen. Und das meine ich jetzt nicht. Ich ja. Dass die Kraft dieser Texte gewürdigt wird, nicht nur von dieser tagsaktuellen Wirkung. Das ist ja wie bei Brecht zum Beispiel. Brecht hat damals Gedichte geschrieben, er wird aber immer auf dieses Theater reduziert. Und mittlerweile sind ja seine Liebesgedichte auch ganz, ganz anerkannt. So mehr kann ich jetzt nicht so sagen. Genau, also dass man die Textbücher oder die Gedichte und Texte, die Bücher, die es von ihr gibt, zum Beispiel wieder auflegt. Sowas? Mhm. Naja, das kann ja kein Filmemacher machen. Ja. Oder keine Produzentin. Da müsste ein Verlag her. Und ich fand schon eigentlich sehr viel Text in den Liedern. Also das zog sich ja durch. Und wer dann hinhört, der hoffentlich sagt dann auch, das ist noch Poesie. Also die Lieder waren ja sehr, sehr präsent und sehr im Vordergrund auch. Und übrigens vorzüglich übersetzt ins Englische, muss ich sagen. Also Ene Mene Mopel hat sich auf Englisch gereimt und war großartig übersetzt, muss ich sagen. Also das war toll. Und was ich vielleicht auch noch anmerken kann, weil ich da heute mich sofort gleich an den Computer setzen werde, zu deinem 70. hast du dir eine Box, eine CD-Box, selber geschenkt, ja. Genau, die man jetzt auch bei deiner Webseite bestellen kann mit fünf, wie viele Songs CDs sind da drauf? Fünf CDs, ich weiß nicht wie. Nein, 100. 100 noch was, deine liebsten Lieder, die man bei dir bestellen kann. Und das werde ich heute Abend gleich machen. Auf deiner Webseite kann man die bestellen. Ne? Dann hat man nämlich auch gleich nochmal die ganze Poesie in einer Box und kann sie sich dann nochmal anhören. Siehst du bist aus dem Westen, du bist jetzt für mich geschafft. Genau. Und ich bin dann nicht so gekommen. Genau, da kommt der Kapitalist wieder raus. Aber was ich nochmal... Nee, für mich. Das war eine Empfehlung. Ich habe ja nur gesagt, ich mach's, was ihr macht, ist mir ja gerade egal. Also ich werde es mir heute Abend auf jeden Fall bestellen. Da ist noch eine Frage. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Poesie zurückkommen. Das fand ich einen ziemlich wichtigen Hinweis, weil ich finde diesen Film extrem poetisch. Ich fand die ganze Art, wie er gegliedert und strukturiert war, sehr, sehr poetisch. Es an einem Lied entlang zu tun, das auf der einen Seite eine ganz klare Haltung interpretiert, aber in einer Weise, wie man eigentlich Gedichte nicht besser schreiben kann. Und ich finde schon, dass diesem Film gelungen ist, das, was Poesie ausmacht, in gelebte Geschichte zu binden. Poesie ist ja letztendlich etwas, was immer aus unserem Leben schöpft. Und diese Kraft, die das ist, die hat dieser Film für mich ganz stark transportiert. Ich fand das jetzt bisher nicht wichtig genug, um mich dafür ans Mikrofon zu stellen, aber ich möchte einfach genau das unterstützen, dass ich finde, dass dieser Film den Wert von Poesie wirklich einfach weiterträgt. Kann mir eigentlich auch beim Schauen die Frage, wir hören es ja am Anfang des Films ein bisschen mit 12 angefangen auch schon Texte zu schreiben, war das Singen zuerst da oder das Texten oder das sich ausdrücken wollen mit Worten oder war das Singen zuerst da in deinem Leben? Ich glaube das Singen, aber ich wüsste nicht, das ging ziemlich gleichzeitig los. Hand in Hand, ja. Und was auch nie aufgehört, was dich so ausmacht und was sich auch bei den Liedern, was man in der Stimme hört, diese Bockigkeit. Die Bockigkeit, die auch zum Schluss, als du von dem Tod des Vincent erzählst, dass du sagst, ich kann mich damit einfach nicht mehr abfinden. Das war nicht bockig, Was war das? Das war Heulen. Und diese Bockigkeit, die ist dir geblieben. Wie gibst du die weiter? Hast du die weitergegeben an deine Kinder? Gibst du die weiter an neue Generationen? Oder? Keine Ahnung. Nee, das ist... Weißt du, ich gehe noch auf die Bühne, solange wie ich singen kann. Und dann treffe ich mich mit Menschen, also mit Publikum. Und ich mache das, was ich machen muss auf der Bühne. Und wer das mir abnimmt und was damit anfangen kann,
dann bin ich glücklich, aus. Also ich will keine Message, ich habe keine Message. Und bockig bin ich nur dann, wenn ich an einer Situation gebracht werde, so ja, auf den Gericht habe ich an meiner Stimme den Punkt gehört, wo ich bockig geworden bin, weil die dämliche Kuh gesagt hat, der Staatsanwalt, wie ein Dieb nachts auf der Straße, ja, wie denn sonst, dass Bockigkeit kommt, wenn ich Ohnmacht empfinde. Also ich muss nur bockig sein, ich bin ja nicht bockig. Dann habe ich das so interpretiert. Ja, bockig wäre ich, wenn ich mich nicht wehren kann, wenn mir nichts mehr einfällt, mich zu wehren. Also bockig ist jetzt für mich auch gar nicht ein negatives Ding, sondern es ist wirklich dieses immer gegen Ungerechtigkeit anzugehen. Das war, glaube ich, meine Interpretation von bockig. Na, bockig sind für mich meine Kinder gewesen, wenn sie gesagt haben, als unser Verleiher Björn Kroll von Salzgeber, der den Film im Mai rausbringt, den Film gesehen hat, hat er geschrieben, bin berührt. Und dann hat er gesagt, dieses hohe Maß an Aufrichtigkeit, den er bei dir, Bettina, entdeckt, also du wärst eine Person, die man eigentlich für das Amt des Bundespräsidenten vorschlagen würde. Dann gehen wir gleich mal rüber. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Da hätte mich ereignet. Bockigkeit oder was auch immer betreffend. Aufrichtigkeit. Fragen noch. Ich sehe gerade keine Hände. Wie gesagt, ich war berührt, bin immer noch berührt, habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, fand ihn wunderbar, großartig, werde mich heute an den Schreibtisch setzen und mir sofort die Lieder nochmal bestellen. Das mache ich. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg mit dem Film. Salzgeber natürlich auch als Verleih und danke, dass ihr hier wart. Und jetzt gehen wir erstmal nach Rauchen, wa? Würde ich sagen. Erst aufs Klo. Erst aufs Klo. Vielen Dank, Jutzkinder. Vielen, vielen Dank für die Rede. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich habe schon. 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 Ich habe schon.